Hallo und herzlich willkommen zum 113. Ein New Your Game Podcast. Wir befinden uns einen Tag vom Wochenende entfernt. Ich bin ein Mann und um mich herum sind drei Frauen. Klingt nach einem großen Chaos. So ist es auch. Und ich sage ja nicht, dass es negatives Chaos ist. Ich fühle mich ja geschmeichelt in dieser ehrenwerten Runde sein. Hört sich an wie ein großer Traum, hätte ich jetzt erwartet. Chaos. Ja, genau, weil die Leute so fangen Pornos an, ja? Ja, wenn ich das Thema mit dem P-Wort nenne, dann denken die Leute immer falsch von mir. Nein. Ja, stimmt. Gut. Ich habe, wie ihr merkt, eine lustige Runde in meiner Gegenwart und fange jetzt einfach mal nach dem Alphabet geordnet an und begrüße Caro. Ja, guten Tag, hallo. Hallo, wie geht's dir? Eigentlich okay, ja, doch. Ich bin voller Vorfreude auf, es war bestimmt ein tolles Rennen am Samstag. Nein, ich freue mich auf Samstag, denn da habe ich mein Drachenbootrennen, auf das wir schon 8 Wochen zuarbeiten. Oh. Ich bin in sportlicher Laune. Bist du fit, topfit und gewappnet sozusagen? Auf jeden Fall. Die Blutorangen sind reif und sie werden alle in die Flucht schlagen. Okay, ja, das klingt doch positiv. Und ich, ich freue mich auf den Podcast. Spiele und so. Podcast ist immer gut. Gut, dann haben wir, wie ihr vielleicht noch nicht bemerkt habt, aber euch vielleicht gedacht habt, Neuzugang, weil Daniel hat vergangene Tage ja mehrere Neuzugänge angekündigt, für die, damit wir richtig fit sind auf der Gamescom. Und zwar ist unser neuester Neuzugang eine weitere weibliche Person, wie ihr vielleicht vermutet habt. Und sie heißt Dana, aber genug der Worte, stell dich doch einfach mal selber. Hallo, ich bin Dana und ich werde ab jetzt das I Know Your Game Team unterstützen. Mhm. Ich bin ein kleines Nintendo-Freak-Kind quasi, könnte man so sagen. Kann nicht schaden bei uns. Haben wir, ist in Ordnung. Haben wir schon ein paar hier, richtig. Vor allem denn Daniel dürfte das freuen. Es klang auch so ein bisschen so, als wäre es ein Einstellungskriterium. Ja, ganz komisch, auch, ne? Theoretisch. Also es gibt ja ein Schandfleck in der Redaktion. Eine Person, die nicht genannt werden darf, die noch nie ein Zelda-Spiel oder sowas gespielt hat. Also es komisch. Gibt die Ausnahme, aber... Aber ich habe immer mit einem SNES als erste Konsole angefangen. Was auch immer du dann darauf gespielt hast. Du kannst doch gar nicht mehr rumkommen. Yoshi's Island. Bei Yoshi's Island ein sehr nettes Spiel ist. Aber... Ach, Sam, naja. Jeden Abend muss ich weinen, wenn ich dran denke. Ja. Macht mich so traurig. Ja, hallo Dana. Aber, ja, richtig, hallo. Hallo. Im Prinzip, willkommen in unserer lustigen Runde. Wie du gemerkt hast, wir sind alle ein bisschen... Willkommen im Ehrenhaus, ja. Ich wollte sagen, ja, so wollte ich es nicht sagen. Ich wollte jetzt sagen, wir sind alle etwas spezieller. Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, das ist ganz unauffällig. Ja, vielleicht passt du ja hier gut in die Runde rein. Wir werden es vielleicht im Laufe dieses Podcasts ja schon merken. Aber zunächst begrüßen wir erstmal die letzte Person dieser lustigen Runde. Hallo, Sam. Hey. Hallo. Wie geht's dir da unten im Süden? Oh ja, ja. Ja, ist warm. Es geht so. Früh ist es kalt, dann tagsüber ist es warm und dann wird es wieder kalt. Ja, das klingt doch abwechslungsreich, schön nach ja. Aprilwetter. Aprilwetter, wie es so schön heißt. Naja, dann starten wir direkt mal so ein bisschen in die Woche, in die vergangene. Wir befinden uns ja in der Woche vor der Gamescom und während wir im Kopf schon im Prinzip in Köln sind, wollen wir aber jetzt nochmal ein bisschen zurückschauen, was diese Woche denn so ganz Wichtiges passiert ist. Und vor allem gibt es auch viele Dinge, die passiert sind. So hätten wir zum Beispiel vor allem erstmal eine relativ schockierende Nachricht, die aus dem Nichts kam, und zwar am Mittwoch ist es so gewesen, dass
viele Gerüchte im Internet herumgingen, von wegen, dass die Xbox One generell erst 2014 erscheint. Einige Sony-Fanboys haben sich dann schon ins Fäustchen gelacht und gedacht, hey, jawohl, jetzt hat Microsoft komplett versagt. Am späteren Donnerstagabend hat Microsoft dann Tacheles geredet und hat gesagt, ja, es ist nicht so, wie es klingt, wir werden die Konsole nicht komplett verschieben, aber es nur 13 der eigentlich angekündigten 21 Länder bekommen die Xbox. Ja, wir sind zum Glück noch dabei, aber unser Nachbarland, die Schweiz und zum Beispiel Dänemark, die Niederlande, die gehen leer aus. Was haltet ihr davon? Oh nein, die Niederlande auch. Ja, vor richtig. Allen Dingen verstärkt, das Argument finde ich halt ein bisschen albern, von wegen, ja, dass er so lange braucht, weil sie da das Dashboard irgendwie übersetzen müssen. Richtig. Das ist richtig. Ja, ganz ehrlich, also Schweizer. Wenn man es einmal auf Deutsch hat, dann kann man es zumindest der Schweiz ja irgendwie schon zur Verfügung stellen oder auf Französisch. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Aber sprechen die denn in der Schweiz ja nicht, außer Deutsch und Französisch? Ja, aber dann kriegen sie es halt erst auf Englisch. Ich meine, das ist ja keine... Downloaden sie sich auf Deutsch oder auf Niederländisch oder was auch immer. Das Schweizerdeutsch ist ja nicht keine Geschriftsprache, oder? Also das wurde ja normal wie Deutsch geschrieben. Ja. Oder? Ja, klar. Also das ist im Prinzip vom Geschriebenen her, das ist ganz normales Deutsch. Deswegen, es wundert ein bisschen... aber die haben ja als Gründe nicht nur die Dashboard-Übersetzung genannt, sondern auch die Integration weiterer Sprachpakete und dass sie die nötigen Partnerschaften und Kooperationen für App-Entwicklungen erstmal eingehen müssen. Also zu Deutsch mangelt es vielleicht in der Schweiz eher an diesen Kooperationen, wobei es trotzdem sehr komisch ist, wie ihr schon richtig sagt. Ja, finde ich schon. Vor allem auch die Niederlande und so. Nee, was ja. ist Dänemark? Nee, Niederlande? Ist ja, ja doch, beide, Dänemark und Niederlande. Auf jeden Fall ist es totaler Quatsch, finde ich. Ich meine, was soll denn das? Am Ende, ich meine, einige so Sachen finde ich ja eh immer albern, gerade was so, wenn irgendwas mit Regionen behaftet ist. Hm. Weil im Zweifelsfall können die meisten Leute dann doch Englisch einfach benutzen. Richtig. Und, einfach zu sagen, wir warten jetzt darauf, bis wir irgendwelche App-Entwickler noch dazugewinnen. Meine Güte, dann kommen die halt erst 2014, aber vorher zumindest die Konsole zu launchen, ist ja irgendwo auch machbar. Ja. Die werden es ja trotzdem Zumal importieren. Hatte ich nicht irgendwie gelesen, dass das Gerücht wäre, die PS4 kommt dafür schon im Oktober oder so? Ja, also das hatten wir auch auf der Seite, auch am Mittwoch, ein User aus dem bekannten NeoGAF-Forum, das ja oftmals der Startpunkt für irgendwelche Gerüchte oder schon Fakten ist, hat gesagt, dass die Filiale einer großen Elektronikkette wohl eine interne Release-Liste bekommen hat und da stand drauf, dass eine unangekündigte, in Anführungszeichen, Sony-Konsole schon am 21. Oktober erscheinen soll. Zwar ist nicht bekannt, wo diese Kette ist und woher der kommt, aber es ist vermutlich Amerika. Also würde die Konsole dann Ende Oktober wahrscheinlich schon bei uns erscheinen. Also was ich, wenn das stimmt. Was ich sagen würde sowieso, wenn jetzt die Xbox in ein paar Ländern nicht kommt, dann werden die das sich irgendwo hin importieren. Also ich glaube ja, nicht, dass die das wirklich haben wollen, warten müssen. Ja, aber ja gut, okay, da sie ja nicht mehr online sein muss, geht das ja tatsächlich, ja. Ja. Also ich würde es so machen, weil das ist ja... Hier, vor allem die Schweizer. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Locker, also das ist ja sonst Quatsch. Zumal man die Systemsprache wahrscheinlich eher einstellen kann, oder? Ich meine, wenn ich eine deutsche kaufe, dann muss ich die ja nicht auf Deutsch benutzen, oder? Ich denke nicht, nein. Du kannst das kannst du ja auch schon jetzt bei den Konsolen machen. Ja, eben. Und meistens kannst du auch die Spiele ja in der Sprache umstellen. Also das ist ja... Ja, also ich... Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute, die wirklich Bock drauf haben... Kein Kommentar, ne? Naja. Aber ich meine, zur Xbox gab es ja gleich noch ein paar mehr News. Dann keine Kinect-Pflicht mehr. Ja, richtig. Keine Party-Chats mit Xbox 360-Nutzern. Also es ist in letzter Zeit ein bisschen interessant, was Microsoft da macht. Also es ist, man könnte sagen, es ist immer abwechselnd eine gute Nachricht und dann wieder was Schlechtes. Eine gute Nachricht und drei schlechte Nachrichten. Ja, oder so, richtig. Also es ist ein bisschen makaber, was Microsoft da aktuell macht. Viele sagen auch schon, dass jetzt mit der Release-Verschiebung in einigen Ländern könnte es gewesen sein für die Xbox One. Könnten sie sozusagen gleich einfach die 360.2 rausbringen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Ja, Xbox Go Home. Xbox Go Home, genau. Xbox One Go Home. Ja, es wird immer noch genügend Leute geben, die sie trotzdem sich holen. So ist es ja nicht. Und
in ein, zwei Jahren ist das sowieso alles vorbeigegessen. Da denkt ja kein Mensch mehr dran. Aber wie gesagt, ich finde es ja geil, mit der Kinect-Pflicht abgeschafft. Dann haben sie aber wieder dieses Xbox Home Gold. Fand ich interessant. Ich bin eigentlich schockiert, dass das nicht sowieso schon so ist. Worum geht's jetzt genau, damit unsere User auch wissen, wovon du sprichst? So wie ich das verstanden habe, heißt das ja, dass auf deiner Heimkonsole, wenn du selber mit deinem Account Xbox Gold hast, dann können alle anderen, die sich auch auf dieser Heimkonsole mit ihrem Account anmelden, die Features auch nutzen, oder? So habe ich das verstanden. Ich habe die News jetzt gerade nicht offen. Und du nimmst es auch mit. Also einmal ist jetzt quasi Xbox Gold an deinen Account geknüpft und einmal an deine Heimkonsole. Ja. Was immer das heißt. Das heißt, wenn du dich woanders auf einer anderen Konsole mit deinem Xbox-Account anmeldest, hast du natürlich auch deinen Gold-Status noch. Aber das hätte ich sowieso erwartet. Weil, ich meine, das ist ja an deinen Account geknüpft, oder ist das nicht so bei der Xbox? Ja, richtig, du hast recht, das funktioniert so. Aber die Frage ist natürlich, ob dieses Home Gold nicht extra Kosten mit sich bringt. Also bis jetzt ist es ja so, dass man den normalen Xbox Gold Account kauft eh schon. Aber ich denke mal, dass Microsoft dieses spezielle Angebot verteuern wird. Die wollen das ja gerade haben, dass es halt nicht extra kostet, vielleicht um es attraktiver zu machen, beziehungsweise die wollen das halt, dass wenn du eine Konsole hast, also wenn es zu Hause nur eine Konsole gibt und die Kinder sich die teilen, dann ist es ja totaler Bullshit, dass du zweimal das Xbox Gold kaufen würdest, wenn es die gleiche Konsole ist, unterschiedliche Accounts vielleicht. Und darauf zieht es ab. Ja, es bleibt abzuwarten. Also vielleicht kriegen wir da ja ein paar Infos auf der Gamescom zu. Aber wäre natürlich echt, da wird Microsoft sich natürlich echt hier was leisten, wenn sie sagen würden, ja, Home Gold kostet ein bisschen mehr als das normale Gold. Nicht. Also davon gehe ich nicht aus. Zumal sie ja eh schon die teurere sie haben schon die teurere Konsole. Ja, richtig. Ich weiß nicht, in welchem, wie es aussieht mit Gold für ein Jahr und was das PSN für ein Jahr kostet. Zumal du immer noch, auch wenn du selbst, wenn du keine PSN Plus Mitgliedschaft hast, kannst du immer noch die meisten Features der PS4 nutzen, was bei der Xbox ja offenbar nicht so ist. Ja. Jedenfalls bisher. Bisher, richtig. Vielleicht rudern sie da demnächst auch nochmal zurück. Dana, auf welche der, was hältst du denn bis jetzt so von der Xbox One? Also der Rest hat ja schon in einigen der vergangenen Podcasts so ein bisschen was dazu gesagt, aber es wäre ja mal ganz interessant, deine Meinung zu der Konsole zu hören. Ich finde die Xbox generell unfassbar uninteressant, weil gefühlt gibt's irgendwie immer nur wieder neue Shooter und Sportspiele. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich auf der Xbox One jetzt wirklich sehr weit ändern wird. Und dieses ganze Hin und Her, was es jetzt gibt, sorgt auch nicht wirklich dafür, dass ich irgendwie mehr Interesse an diesem Ding entwickle. Ja, dann wissen wir ja, was dich so auf der Gamescom beispielsweise nicht so ganz reizen wird. Nein, Xbox One wohl nicht, nein. Da warte ich lieber auf die PS4. Also, beziehungsweise muss man ja nicht warten, kommt ja früher. Ja, richtig. Genau. Vor allem jetzt. Drücken Sam, wir noch ein bisschen Salz in die Wunde. Genau, Sam, du hast im Vorfeld an diesem schönen Podcast gesagt, dass du eine geheime Seite sozusagen, eine Teaser-Seite gefunden hast. Nennen wir es nicht geheim. Geheim kriegt so. Ja, genau, bei Diablo 3 gibt es eine Teaser-Seite für, die heißt Reap of Souls. War das Reap of Souls? Ja, Reap of Souls. Irgendwas mit Souls. Vermutlich handelt es sich dabei um den Namen, der gerüchteweise angekündigten Diablo 3 Erweiterung. Ich bin immer gespannt, weil ich persönlich habe Diablo 3 ganz gern gespielt. Ich meine, ich kann es nicht vergleichen, weil ich halt Diablo 1 und 2 nicht gespielt habe. Aber Diablo 3 spielte sich zumindest ganz gut für mein Dafürhalten. Deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt, was da kommt. Ja. Und wir werden ja mehr auf der Gamescom dazu erfahren, schätze ich. Richtig, Blizzard hatte ja angekündigt, dass sie eine Pressekonferenz im Zuge des Presse- und Fachbesuchertags am Mittwoch machen möchten. Spätestens dann werden wir wahrscheinlich wissen, worum es sich handelt. Ja. Yay.
bevor wir zum Thema Gamescom überswitchen und uns darin verlieren, gab es am Donnerstag noch eine sehr interessante Sache, worauf sich viele gefreut haben. Und zwar Rockstar hat einen ersten Multiplayer-Gameplay-Trailer zu GTA 5 veröffentlicht. Habt ihr den Trailer gesehen? Interessiert mich nicht. Gut. Was hältst du denn davon? Ja. Tja, also ich kann mich eigentlich dem Rest der Frauenschaft hier anschließen. Ich bin okay. Überhaupt nicht geil auf GTA 4, 5. Ich finde GTA voll in Ordnung. Es ist bestimmt ein total tolles Spiel, aber ich bin überhaupt nicht heiß drauf. Überhaupt nicht. Ich habe kein Verlangen danach, GTA 5 sofort aufzureißen und reinzulegen. Ich werde es mal. Ja, ich habe einfach keine Lust drauf. Nö. Es ist einfach. Ich habe gar kein Bedürfnis, es zu spielen. Ich freue mich auf Watch Dogs, ich freue mich auf Rayman Legends, ich freue mich auf alles Mögliche, nur nicht GTA. Ich habe genug Gangsterzeug gespielt und brauche nicht noch mehr Bad Boys. Okay. Irgendwie, ja, Watch Dogs, das ist ein neuer Ansatz, das ist was anderes, das ist eine neue Marke, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Aber schon wieder Autos, Flugzeuge. Ja, Multiplayer bin ich nicht so der Mensch für und es wird aber ganz schon toll. Wieder so Underground-Zeug. Ach nee. Ja. Nee. Es wird ganz wunderbar. Also ich bin da total überzeugt und ich weiß den Hype zu schätzen. Es wird ganz fantastisch. Okay, aber, dann. Ja, wollte noch jemand was sagen? Davon, dass ich mich auch sehr, sehr wenig auf das Spiel freue, denke ich aber zumindest, dass der Multiplayer wieder was rausreißen könnte, weil ich bin so ein Mensch, der gerne Multiplayer spielt, sobald man Menschen findet, die das Spiel auch spielen, aber es ist halt genauso, wie manche Menschen sich auf jeden neuen FIFA-Teil freuen, wie sonst was. Was ich jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil es ist ja im Endeffekt schon furchtbar. Ein bisschen das Gleiche mit besserer Grafik. Hallo, Bastian. Nein, bist du wahnsinnig. Die Steuerung wird doch immer komplizierter und die Spieler ändern sich. Die laufen immer noch gegeneinander und der Schiedsrichter rennt immer noch in den Weg und stellt sich da in den Weg hin und die fallen übereinander beim Laufen. Abgesehen davon, dass ich es überhaupt nicht spannend finde, Fußball zu spielen. Ich muss mich ja schon wirklich dazu hinreißen lassen, EM oder WM zu gucken und jemanden dabei zuzugucken, wie er einen Ball von links nach rechts schießt. Da habe ich immer schon meinen Spaß, aber ich kenne so ein paar fanatische FIFA-Spieler, die jedes FIFA haben. Und ich denke so, es ist jedes Jahr das Gleiche, aber whatever. Und die haben dann, die wohnen in einer WG und da haben die ja so gut, eine, aber es gibt ja auch Leute, in der Küche die, also ich meine, wir Band spielen ja auch so Sims. Tafel, wie so eine Tafel angestrichen und das mit Kreide immer drauf gemalt, wie viele Siege. Das ist so geil, wenn du da bist, da kannst du mal hinkommen und siehst, den haben sie schon wieder mal platt gemacht. Ja, klar, es ist aber auch zum Beispiel GTA, sag ich schon, Call of Duty oder Battlefield. Das ist ja im Prinzip auch jedes Jahr, also vom Grundgerüst her das Gleiche. Und auch nur gewisse kleine Änderungen. Und trotzdem guckt euch an, wie krass gut die Spiele verkauft werden. Also, ja, aber Battlefield sieht auch dabei einfach sehr, sehr gut aus. Ja, klar. Ich hab's einmal versucht zu spielen, bin durchgängig gestorben, weil ich die ganze Zeit die Grafik bewundert habe. Auch eine Möglichkeit. Es sind einfach so viele kleine Details. Das ist schon schön. Auf jeden Fall, also Battlefield, ich persönlich bin auch eher ein Battlefield-Freund als Call of Duty. Wo wir gerade bei Freund von Dingen sind, worauf freut ihr euch denn auf der Gamescom? War jetzt nicht so die Überleitung, aber worauf freut ihr euch denn so? Und jetzt sagt nicht Next-Gen-Konsolen. Also, ich mach mal den Anfang. Ich freue mich auf Sims 4. Ja, ich auch. Worauf freue ich mich noch? Plants vs. Zombies, was war das nochmal? Garden Warfare? Genau. Das finde ich mal cool und ich glaube, dann kann ich mich auch für dieses Spiel mal begeistern. Watch Dogs, ganz klar.
Oh, das ist mal so schwierig, das aus dem... Ich sehe schon kommen, da werden sich die Leute um den Termin zu Watch Dogs kloppen. Definitiv. Mit wem muss ich hier schlafen, damit ich diesen Termin bekomme? Erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr. Was war da? Da war es Dishonored. Ach so. Ach ja, und dann waren wir drin und wir fanden es doof. Richtig, und ich hab mir nur gedacht, wieso war ich nicht drin? Na toll, oh, das tat mir so leid. Oh, ja. Das tat mir so leid. Naja. Aber ja, Sims 4 wird natürlich im Zuge der Gamescom erstmals vorgestellt. Wird natürlich sehr interessant werden. Am Dienstag um 16 Uhr ist die EA-Pressekonferenz. Wir werden natürlich da sein und ein bisschen berichten von der Ankündigung. Wird definitiv interessant werden. Und was würdest du denn am liebsten haben in dem neuen Sims 4? Das war es, was ich gesucht habe. Also jetzt, Caro. Ja, jetzt hast du mich aber auf den erwischt. Ich habe letztens bei Sims 4 auf der Facebook-Seite einen Post gesehen, was wünscht ihr euch in Sims 4? Und da waren ganz viele praktische Sachen, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Okay. Wir hatten das schon mal besprochen, was wir gerne in Sims 4 wollten und haben es dann ja klar, aber ist ja immer wieder interessant. Was war das nochmal? Aber das war geil, was wir da. Das war ein guter Plan. Okay. Ich suche gerade. Ich hätte gern, dass es automatisch auch aus gleichgeschlechtlichen Pärchen Kinder gibt. Okay. Aber ja, wie willst du das geht machen? Es geht natürlich mit einem Mod, aber ich hätte es gern direkt ins Spiel integriert. Nein, das macht das Ganze. Das ist relevant zu meinen Interessen, okay? Aber das geht nicht! Ganz Baby-Hund-Team! Da darfst du das nur adaptieren. Du kannst jetzt Aliens teleportieren und Elfen und. Ja, oder nein, dann musst du die die Funktion einer Leihmutter oder einer Samenspende kriegen. Dann würde ich das akzeptieren. Nee. Ey, solange die zaubern können, ja, und Elfen und Feen existieren und Werwölfe, da geht das ja wohl auch. Also so sehe ich das ja nicht. Ja. Ja, zum Beispiel Körpergröße wäre ganz interessant. Fällt mir gerade ein. Stimmt, das wäre geil. Einfach mal, dass man die Körpergröße vernünftig einstellen kann, dass man auch Proportionen, also dass man mal jemand dickere Beine hat oder dickere Arme oder ein Doppelkinn oder kein Doppelkinn. Sowas in der Richtung. Das musst du doch eh nicht machen, oder? Natürlich. Ich sehe Karos Leute da schon rumrennen. So von ja, ich auch. Wieso? Bringt mich um! Ach, wie gemein! Nein, das würde ich niemals tun. Ich würde ihnen drei Arme machen. Vier also Beine. Also doch, bringt mich um. Nein! Das sind halt kleine Mutanten-Sims. Kriegst du eigentlich dafür die Sims auch irgendwie einen Online-Modus? Das wäre super. Lange nicht mehr gespielt. Ja, ich glaube nicht. Also was halt wär cool wäre, wenn ich quasi mit meinen Sims in die Stadt von jemand anders reinlaufen könnte. Also wenn wir quasi gleichzeitig, dass ich meinen Sim steuern könnte und zu jemand anders steuern könnte und wir dann interagieren. So einen richtigen. So eine Art Multiplayer, ja, das wäre geil. Wobei, dann würden die EA-Server wahrscheinlich direkt so überlastet sein, dass die zwei Spiele schenken oder drei. Erstmal Origin überall vorklemmen und dann EA-Server. Ja, yeah, genau, also du müsstest halt über Origin das laufen lassen. Schätzig. Ja, das wird sicherlich lustig. Yay. Yay, genau. Gut, ich mache jetzt einfach mal weiter. Oder freust du dich auf noch mehr, Caro? Bestimmt. Ich suche mir gerade einen Wolf. Ja, sonst. Was ich auch mal ganz cool fand, das war, glaube ich, bei Sims 2, da konntest du shoppen gehen. Das fand ich cool. Ja, das kannst du aber auch in den neueren Sims spielen. Okay. Das kannst du auch bei 3, ja. Ja, aber das hat sich immer... Das ist sogar als noch ein bisschen cooler, eigentlich, finde ich. Was ich halt cool finde, wenn es ein bisschen was an neueren Ideen gibt, beziehungsweise das, was in den Add-ons immer nachkam, also Campusjahre und Haustiere, ja, und in Reisen fahren und sowas. Ja. Das sollte gleich mit drin sein. Das sollte immer dabei sein, weil das ist einfach mittlerweile Standardprogramm und ich finde das eine Frechheit, wenn das dauernd als Erweiterungspacks kommen. Ja. Das ist einfach, das ist so eine Geldmacherei. Also, die haben wirklich genug Geld mit uns gescheffelt. So langsam sollte ja, das aber mal. DLCs werden weiterhin folgen. Das ist einfach, das ist so. Ja, aber es ist halt scheiße, immer das Gleiche. Gerade das mit den Haustieren und das mit den Studenten, finde ich, ist schon. Das kann man locker in ein Hauptspiel integrieren. Also, das ist nun wirklich nicht viel Content, der dazukommt.
Es ist einfach nur so, also was auch schön wäre, wenn man einfach ein bisschen mehr, also wenn man ein fließendes Alter hätte, nicht, dass man paff, Kleinkind, paff, Schulkind, paff, Teenager, dumm, also einfach ein fließender Alters, ein fließender Altershergang, dass du nicht mit einem Mal auf einmal Senior bist. Das fände ich halt super. Ganz normal nach Jahre gehen und Geburtstage haben und Jahreszeiten und solche Sachen halt. Ja gut, ich glaube, dann müsst ihr erstmal noch einen neuen Computer mir anschaffen. Das wäre nicht dein Problem. Ach, obwohl, es wird ja ewig ein PC-Spiel bleiben, ne? Dann brauche ich auch einen neuen PC. Scheiße. Ich weiß nicht. Also, wurde das nicht auch für ja, ich, Konsole? Es wäre halt, also mit der Wii U würde das super funktionieren. Da hast du ja sowas wie eine Maus. Mhm. Also ja. da hätte ich Bock drauf, auf der Wii U das zu spielen, das, da wäre ich voll dabei. Naja, dann harren wir mal der Dinge, die uns EA dann nächste Woche Dienstag präsentieren wird. Ah, oh, ich bin so gespannt. So. Und ich freue mich auf die Party. Partys, hier gibt's keine Partys, wir sind zum Arbeiten da, also wirklich. Ach, bitte dich. Das glaubt uns doch morgens keiner. Morgens früh aufstehen, zur Messe, arbeiten, nach Hause, nachbearbeiten, Bett. Das glaubt uns kein Mensch. Auf jeden Fall, also alles andere wäre komplett abwegig. Das wäre völlig verrückt. Ja, ne, richtig. Gut, Sam, gehen wir mal zu dir. Also, worauf freust du dich? Und freust du dich auch auf was anderes außer Konsolenspiele, um mal ein bisschen abwechseln? Ja, also wenn dann, wie gesagt, also Sims 4 interessiert mich halt extrem. Hatten wir gerade schon. Ansonsten will ich mir ganz gern anschauen halt die ganzen MMOs, die jetzt aktuell so am Start sind. Das ist einmal EverQuest Next, dann eventuell Elder Scrolls Online. Ich schätze immer, NCSoft wird mit Wildstar da sein, das will ich mir auch anschauen. Die waren letztes Jahr ja schon da, da haben sie das ja das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Dann gibt es noch von Square Enix Final Fantasy Realm Reborn. Und The Crew ist ja im Grunde auch ein MMO. Ja. Das will ich mir auch eventuell so ein bisschen mit angucken, ja. Ja. Und sonst? Gar nichts anderes, was dich interessiert? Und sonst weiß ich nicht. Ansonsten gucke ich ja einfach mal, was so kommt. Ja, klingt doch ganz gut. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwelche Horrorspiele für dich, die du spielen kannst. Ey, wieso? Die spiele ich eigentlich normalerweise gar nicht. Ja, aber auf der Konsole, so wie letztes Jahr. Ja, dass ich mich so schön erschrecken kann. Ja, genau, das kommt natürlich super. Vielleicht ist dies ja dann auch mal auf der Kamera zu sehen. Oh ja, genau. Wir suchen dir irgendeine lustige Preso oder Live-Zock und setzen dich da rein und dann mit Facecam. Ja, ja, das war schon gut. Vor allen Dingen, ey, der Zombie, ich hätte den nie... Wie kommt das? Wie kann ich auch nur... Es war ein Resident Evil-Spiel, da ist es unmöglich, dass da ein Zombie hinter der Tür auf mich wartet, oder? Also. Ja, in neueren ist es vielleicht ein bisschen abwegig, aber früher war es, denke ich, sehr abwegig irgendwie, deswegen, keine Ahnung. Nein. Dana, was ist denn... Sind denn so die Dinge, worauf du dich freust? So. Ich freue mich auf so blöde Casual-Sachen. Und was? Ich hoffe, dass... ja, dass man halt verschiedene Nintendo-Sachen wieder gut anzocken kann. Ich bin ja immer noch ein bisschen verwirrt, weil es Anfang des Jahres Bilder gab für ein Yoshi-Spiel, was ein bisschen aussah wie Little Big Planet. Ach so, du meinst Yoshi's Epic Yarn, glaube ich. Das ist so das, wie das, damals mit Kirby, das aussah wie so gehäkelt, genäht. Ja. Ja. Aber irgendwie... ist das gefühlt ein bisschen untergegangen danach. Also, man hat ja irgendwie sehr wenige News darüber bekommen. Fänden wir interessant, wie es damit weitergeht, aber ich glaube nicht, dass... Ob man wirklich auf der Gamescom was darüber erfährt, zweifle ich ja. Ansonsten einfach gucken, was Nintendo da zu bieten hat. Und ich fände Lego Marvel interessant. Ich stehe leider auf diese blödsinnigen Kinderspiele. Wieso Lego? Ach, ist Quatsch, doch cool. Da haben wir noch. Eben wollte ich gerade sagen, da haben wir noch ein paar mehr. Ja. Da bist du nicht allein. So schlecht können die also gar nicht sein. Und das irgendwie konnte man ja auch relativ lange schon erahnen, dass da was kommt, nachdem schon die ganzen Lego-Spiele die ganzen Figuren rausgekommen sind. Und natürlich denke ich mal, dass wir uns alle so auf die Next-Gen-Konsolen freuen. Naja, aber, klar. Aber das ist ja. Ja, aber da ist natürlich die Frage,
Wollt ihr beide anspielen oder habt ihr eine, die, auf die ihr euch mehr freut? Oder PS4. Wie sieht das da so aus? PS4. Sam, also ich interessiere mich eher für die Xbox, aber das liegt daran, weil ich mit dem PS4-Controller wahrscheinlich genauso wenig umgehen werde können, wie jetzt mit dem aktuellen PS3-Controller. Okay. Das heißt, da ich mich dann... Ich war deswegen auch sehr erfreut, ja, darüber zu hören, dass es auch den Xbox One-Controller ab 2014 für PC geben wird. Mhm. Ich habe jetzt schon einen Xbox-Controller, spielt sich super, weil die meisten PC-Spiele den automatisch erkennen und nicht nachkonfiguriert werden müssen. Okay. Und wenn ich ein PS4 oder ein PS3-ähnliches Gamepad habe, das funktioniert nie. Ja. Eigentlich ist das Gewöhnungssache, bin ich der Meinung. Nee. Nee? Also ich habe ja eine PSP und ich habe eine PS Vita und ich habe da auch schon... Ich habe sogar so ein blödes Rhythmusspiel, ja, wo ich dann die richtige Taste... Denkst du, ich kann mir das merken? Nein. Es klappt einfach nicht. Ich habe Stunden mit diesem Spiel verbracht und ich muss trotzdem jedes Mal gucken, wo das scheiß Dreieck ist, scheiß Kreuz und das scheiß Viereck ist. Ich habe ja schon Während ich beim Xbox-Controller nehme ich in die Hand, da brauche ich nicht mal drauf gucken, da weiß ich, welche Taste was macht. Ja, aber es gibt ja die Gedächtnisstütze, die ich, glaube ich, schon mal angesprochen habe, oder? Ja, aber das hilft mir trotzdem nichts. Das war das mit dem das Kreuz ist die Tastenbelegung so konterintuitiv. Ja, das Kreuz ist begraben sozusagen, also es ist unten, es ist der Friedhof. Rechts ist die Sonne, also der Kreis, die geht im Osten auf. Dann oben ist das Dreieck, weil es nach oben zeigt, und links bleibt dann nur noch das Viereck. Also so kann Ton das mir endlich merken. Und dann bin ich jetzt auch gewappnet für die PS4. Ein bisschen die Befürchtung, dass dass in nächster Zukunft noch mehr krasser, komischer Tastenkombi-Wahnsinn irgendwie auf einen zukommt bei den ganzen Spielen. Ich finde es jetzt schon teilweise sehr extrem mit den... Und jetzt muss man Stick drücken und dann Dreieck und dann hinten die Dinger und... Oh Gott, es wird wahrscheinlich schlimm. Ja, es sind halt diese typischen Quicktime-Events, die immer beliebter werden und mittlerweile auf fast jedes Spiel draufgeklatscht werden, so im Sinne von, wir machen mal ein bisschen was Abwegiges und machen mal einen Reaktionstest. Da habe ich ja bei Heavy Rain habe ich ja geschwitzt. Also ja, bei Heavy Rain habe ich auch die eine Stelle gehabt mit diesem Elektrozäun. Da habe ich gedacht, da werde ich wahnsinnig. Gleich rollen hier Köpfe. Nee. Ja, ich hab mir da Hilfe geholt, ohne Witz. Ich habe jemand gesagt, halt du die beiden Knöpfe gedrückt, ich mach den Rest. Okay. Das war lustig. Naja, zurück zum Thema Konsole, die ihr lieber testen wollt. Also, wenn ich jetzt mich rausnehme, weil ich kann mich irgendwie bis jetzt immer noch nicht entscheiden, welche Konsole ich lieber sehen möchte, sieht es ja so aus, als würde die PlayStation 4 sozusagen gewinnen. Da gehe ich auch schwer von aus, dass es so sein wird. Ja. Die Frage ist jetzt, ist das nur wegen dem Ganzen, was vorgefallen ist mit der Xbox One, wie es zurückgerudert ist, also dieses Marketingtechnische, oder wart ihr von Anfang an so der Meinung, nee, die PS4 ist es? Also ich gehe schwer davon aus, dass das sowohl vom Preislichen als auch von den Exklusivtiteln sich für die PS4 entscheiden wird. Also es war bei mir auf jeden Fall so, ich bin ja ein totales Xbox-Mädchen gewesen. Und bin also mit mehreren Argumenten zur PS4 gewechselt, vom Gefühl her. Okay. Dana, warum bei dir die PS4? Es sind tatsächlich einfach die Exklusivtitel. Und irgendwie habe ich bisher noch nie ein Spiel gehabt, bei dem ich dachte, oh nein, hätte ich jetzt eine Xbox, dann könnte ich dieses Spiel spielen. Also gar kein. Weil die Spiele entweder generell, also die für Xbox erscheinen, die interessant sein könnten, ohnehin dann irgendwann für PlayStation erscheinen oder gleichzeitig oder auch für PC. Und ich hasse das Gamepad von der Xbox einfach. Es ist echt unbequem in der Hand irgendwie. Ja, es kommt auf die Größe der Hand an, leider. Ich bin aber auch ein kleines Sony-Mädchen. Also Sony-Nintendo-Mix-Mädchen. Okay. Ja, worauf, jetzt haben wir eben, habe ich gerade gemerkt, ganz vergessen, dass ich noch nicht gesagt habe, worauf ich mich freue. Ja, wenn man hier so moderiert, dann vergisst man sich selbst gerne mal. Ist ja außerdem schön, wenn die ganzen Frauen reden, man hört ja gerne Frauen zu.
Ich freue mich ja besonders auf also generell auch auf die beiden Konsolen, was sie an Line-Up vorstellen. Natürlich ist das Sony Line-Up, wie ihr beiden schon gesagt habt, ein bisschen interessanter. Aber ich freue mich trotzdem auch auf zum Beispiel Rise bei Microsoft, dieses Spiel mit den Römern. Das sah sehr interessant aus, schon im Zuge der E3. Daniel und ich haben ja die Pressekonferenz zusammengeguckt und wir waren beide relativ begeistert. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Ansonsten sind da natürlich noch, wie Caro sagte, Watch Dogs und für mich natürlich Assassin's Creed 4. Ich mag Piraten, ich mag Assassin's Creed. Was kann es für mich Schöneres geben? Ein Assassin's Creed Film. Aber auf den muss man ja noch warten. Ist egal, solange kaufe ich weiter den Ubi Workshop leer und ziehe mich an in bester Assassin's Creed Montur. mal gucken. Destiny wird ja definitiv gezeigt werden von Activision. Also, wir haben ja gehofft, dass wir da eine spezielle Preso bekommen, aber wird ja jetzt nichts. Aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Wird interessant, weil ich mochte Halo schon und Bungie, also die Demo auf der E3 sah sehr interessant aus. Es sah für mich so aus wie so eine Mischung aus Halo und Borderlands. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und ansonsten, ja, was gibt's noch so? Ja, da sind halt diverse Titel. Also, The Crew hat Sam gerade genannt. Der wird auch ein interessanter Titel. Mhm. Mal schauen. So, es gibt wieder, auf jeden Fall gibt es einiges zu sehen wieder, wie jedes Jahr. Ich habe das Gefühl, es sind weniger Sportspiele zu sehen dieses Jahr. Aber es kann natürlich einfach nur meine Wenigkeit sein, weil ich bin nicht so der Sportler. Ja, wer braucht schon Sportspiele? Ja, das wäre ja eigentlich so ein Job für Bastian gewesen. Bastian ist ja unser Sportspielen-Fan. Und ist schade. Es gehen uns dieses Jahr die ganzen Sportspiele aus. Ah. Pech, aber auch meine Güte. Mann. Wäre Bastian mal dabei. Gut, worauf freut ihr euch denn sonst so, abgesehen von den Spielen auf der Gamescom? Fangen wir mal diesmal bei Dana an. Oh Gott, ich habe die Frage jetzt irgendwie nicht richtig mitbekommen. Worauf freust du dich, abgesehen von den Spielen, sonst auf der Messe? Also worauf hast du Bock? Was möchtest du sehen? Was möchtest du machen? Riechen, essen, anfassen? Ich werde vermutlich wie immer irgendwie so Crepe-Dinger essen, einfach weil es die da gibt. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, sehr viele Menschen über dieses Nintendo 3DS Street Pass System zu treffen. Das ist sehr wahrscheinlich, also da wirst du wahrscheinlich schlagen werden. Ja, das funktioniert ziemlich gut normalerweise. Das muss man dann regelmäßig ausleeren, weil sonst du kannst nur 20 oder so drin haben. Ja. Das toppt man dann in so gefühlten 10 Sekunden. Ja. Das muss man dann ständig rausnehmen, ja. Aber das finde ich schon super, weil ich einfach mehr Animal Crossing Musterhäuser brauche. Ja, da wirst du vor allem am Messe Samstag wirst du ziemlich erfolgreich sein, würde ich sagen. Hoffentlich. Weil der Messe Samstag ist ja verhältnismäßig jedes Jahr so der Tag, wo man sich dann nur noch seitwärts bewegen kann, wenn überhaupt. Wobei ich bin nicht so sicher, ob das dieses Jahr so krass sein wird, weil die Tickets gab es ja nur im Vorverkauf und die sind ja auch schon alle ausverkauft aktuell. Ich glaube schon, dass... Ich weiß ja nicht, wie viele Tickets die vorverkauft haben. Ja, also es wird auf jeden Fall eng werden, davon gehe ich aus. Wir haben ja den Vorstand, also der aktuelle Wetterbericht behauptet ja, dass es nächste Woche nicht ganz so warm wird. Okay, also mal schauen. Das halte ich noch für ein Gerücht. Normalerweise... Gamescom Sommer, ja. Ja. Es bleibt abzuwarten, auf jeden Fall. Erschreckend fand ich ja die Nachricht, dass es am Mittwoch, am Fachbesuchertag, jetzt ab 13 Uhr auch schon teilweise die Messe eröffnet ist. Ich habe mich so gefreut, so ein bisschen Ruhe noch zu haben. Ja. Also jetzt nichts gegen Wobei es sind nicht uns viele, Zuhörer, die vorbeikommen. Aber ja, richtig, aber trotzdem. Viele, aber trotzdem, 5.000 oder sowas. 5.000 Leute haben die Möglichkeit, am Messemittwoch schon ab 13 Uhr auf die Messe zu gehen. Das stimmt. Ansonsten noch irgendwas, worauf du Lust hast, worauf du dich freust? Das Leslie Clio-Konzert. Ach ja, das Gamescom-Festival. Es gibt auch das Gamescom-Festival und mal abwarten, wann genau das ist. Ich habe es noch nicht nachgeguckt, aber ich nehme mir jedes Jahr vor, dahin zu gehen, aber irgendwie schaffe ich es nie.
Ja, vielleicht ja, dieses Jahr. Ja, schon gut. Sam, worauf freust du dich? Keine Ahnung. Eigentlich weiß ich noch nicht. Okay, klingt gut. Mal sehen, weil ich bin ja meistens sonst immer nur einen Tag hingefahren und dieses Jahr bleibe ich ja ein bisschen länger. Wird spannend. Ja. Da ja. Kann ich ein bisschen mehr sehen und so, mal gucken. Ja, das wird... Ich bin gespannt, es wird auf jeden Fall lustig. Caro? Ja. Ja. Party! Ich hab Bock auf Partys. Ich bin im Moment so im Partyfieber irgendwie. Obwohl mir die Musik immer so auf den Senkel geht, aber eigentlich... Ja. Okay, das ist die beste Voraussetzung. Nein, mein Problem ist, ich bin so ein Quatschtänzer. Ich tanze nicht gerne ernsthaft, weil ich mir das Gefühl habe, ich bin dann wie so, wie so ein Elefant auf der Eisfläche. Lieber rumzappeln. Ja, genau. Und ich mache lieber lustige Bewegungen und singe laut Hals zu 90er-Jahre-Mucke mit. Also ich bin eher so auf den Partys, wo Trash-Musik läuft und hab dann da meinen Spaß. Deswegen könnte es auf den Partys dann so ein Problem geben, weil das dieser ganze neumodische Kack ist. Ach. Das war schon, also das war auf jeden Fall auszuhalten. Das dann bin ich ja zufrieden. Also ich werde definitiv ein wenig mit den Hüften wackeln. Naja, ah, ich bin ja immer gespannt. Ich bin ja eigentlich, also für mich sieht Party so aus, wir spielen dann halt ein Tabletop-Game oder zocken ein bisschen am Computer. Das werde ich ändern. Ich zerre dich auf die Mitte des Tanzflächen. Ich tanze nicht. Das werde ich auch ändern. Gar nicht, weil mein Knie kaputt ist. Du kannst immer noch mit dem Kopf wippen. Und die Arme sind auch nicht kaputt. Nee, ich tanze nicht. Wird sehr interessant. Ansonsten, das passiert nie. Worauf freue ich mich? Ich freue mich auf viele coole Tage auf jeden Fall. Es wird sicherlich sehr lustig werden, stressig, aber durchaus lustig. Weil es ist ja so, ich finde persönlich, das ist so eine gute Mischung aus... lustigen Messespaß und ernster Arbeitsatmosphäre. Ich habe Spaß, ich freue mich drauf. Und es wird auf jeden Fall lustig werden. Stressig, aber wie gesagt, sehr lustig. Ja. Ja. Vor allem wird mein Koffeinspiegel wieder ungeahnte Höhen erreichen. Das wird wunderbar. Ja, es wird toll, wenn man anfängt so zu halluzinieren. Und Dinge zu hören oder nicht. Nein, mehr André, zu hören. Das passiert wirklich. Wie? Ich bin wirklich hier? Verdammt. Oh nein, ich Warum dachte, ich habe betreuen. Ich dachte, ich nicht schon wieder, verdammt, jedes Jahr das gleiche. Gut, habt ihr sonst noch was? Weil sonst würde ich sagen, sind wir sogar für heute schon durch. Ja, wir dürfen Project Phoenix nicht vergessen. Oh ja, Project Phoenix. Entschuldigung, wie konnte ich das nur vergessen? Das ist peinlich, dass ich sowas Gutes vergesse. Sam, möchtest du sagen, was Project Phoenix ist? Also Project Phoenix nach der auf dem Kickstarter-Seite ist ein JRPG mit einem, ist ein JRPG. Ja, mit einem Squad-basierten Rundenstrategie. Genau, RTS-Design, was immer das jetzt genau heißt. Und es kommt, wird quasi von total coolen Leuten gemacht. Mhm. Unter anderem wird der Soundtrack von Nobuo Uematsu gemacht. Den sollten vielleicht einige kennen als den Komponisten der Final Fantasy Soundtracks, und zwar von Spiel 1 bis 10 und 14. Also im Prinzip von jedem Final Fantasy. Genau, dann gibt es halt Leute, die haben an Diablo 3 gearbeitet, L.A. Noir und Final Fantasy spielen jede Menge. Genau. Was war hier noch? Halo 4, Crisis 3. Genau, einen deutschen Steffen Ungarf. Dann ist da einer auch dabei, Sound Engineer von Herr der Ringe. Also von den Filmen. Eine Sprecherin von Metal Gear Solid 5 zum Beispiel. Also es ist ein unglaubliches Team, was da an so einem Indie-Projekt arbeitet. Das ist das Spiel wird gemacht von Creative Intelligence Arts. Das ist eine Firma, die sitzt in Tokio. Ist damit auch das erste Indie-Game, was über Kickstarter aus Tokio, also aus Japan, finanziert wird. Und die haben ein Ziel angesetzt von $100,000. Soweit ich mich erinnere, war das Ziel innerhalb von 4 Stunden getoppt. Aktuell doppelt so stark. Sind es 457.000. Richtig. Ein bisschen mehr als $475.000. Ja,
Und das und das und es ganze sind noch 26 Projekt. Tage genau. To go. Und demnächst wird auch PayPal geben, was ich sehr gut finde. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde es halt total blöd, dass man bei Kickstarter nicht mit PayPal zahlen kann. Richtig. Deswegen also habe ich schon so viele Sachen nicht gebackt, weil ich dachte, ja, ich kann nicht mit PayPal zahlen. Ist auf jeden Fall ein grandioses Team, wie es aussieht. Es gibt auch noch ein paar Leute, die unangekündigt sind, ein paar großartige Mitarbeiter. Zum Beispiel gibt es einen Japaner, der ist der Art Supervisor und soll für einige sehr bekannte Animes verantwortlich sein, die wohl jeder kennt. Und dieser Art Supervisor wird aber erst angekündigt, wenn das Spiel dann wirklich schon released ist. Der Release ist angedacht für März 2015, also noch einige Zeit. Aber dafür scheint es wirklich ein grandios, unglaubliches Spiel zu sein. Vor allem entgegen vieler JRPGs soll dieses Spiel halt nicht mit dem Hintergedanken produziert werden, ey, das ist ein Spiel, was aus Japan kommt, sondern es soll direkt von Anfang an auch für den Westen zugänglich ja. sein. Er war halt also auch genügend Leute aus dem Westen ja gleich an der Entwicklung mitarbeiten. Ja. Es ist auf jeden Fall ein wirklich großartiges Projekt. Wir werden den Link in den Artikel einpflegen oder entweder in den oder andernfalls in den Kommentaren. Ja. So, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken und wird ziemlich krass werden. Also würde ich behaupten, es gibt einige Artworks und die sehen auch schon wunderschön aus. Ich habe auch schon, irgendwo hatten sie sogar schon mal, genau, hier ist auch so Ingame-Grafikbild oder so, ja. Game-Konzept-Grafik halt. Richtig. Aber sieht wirklich gut aus. Und es gibt natürlich auch schon so ein paar Musik-Samples, die man sich anhören könnte. Ja. Jetzt haben wir aber alles, würde ich sagen, oder? Ja. Stimmt schon. Oder hat noch irgendjemand, möchte noch irgendjemand von euch was loswerden, was ganz wichtig ist? Ja, genau. Was zockt ihr gerade? Das ist eine beliebte Frage in der Runde. Pikmin 3. Und? Macht Spaß? Ja, es ist endlich mein erstes Pikmin, was mir so richtig Spaß macht. Wo ich total Wieso? Dabei was? Bin. Was war denn mit dem vorherigen Teil? Ich glaube, es lag an der an der Zeitbegrenzung. Ich komme nicht, okay. Ich mag nicht unter Zeitdruck spielen. Und irgendwie hat mir das mit diesen 30 Tagen oder was das war damals nicht so gepasst. Und jetzt, da hast du genug Zeit, da kannst du halt entspannt alles absuchen und du wirst gut durchgeführt und die Grafik ist schön und es passt und alles und ich bin sehr zufrieden. Du bist also hoch motiviert an diesem Spiel dran. Total. Also ich kann kaum erwarten, den nächsten Tag zu spielen. Klingt doch super. Sam, was spielst du? Also wenn du, weil dein PC sollte doch jetzt eigentlich wieder gehen, ja, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Ich hab jetzt aktuell aber nicht so viel Zeit. Ich habe ein bisschen in Sacred Citadel gespielt. Mhm. Das ist so ein 2D-Side-Scrolling-Brawler-Spiel, ja, ja. Döns. Ist eigentlich ganz unterhaltsam, macht Spaß. Ja, Bastian und ich haben da letztes Jahr auf der Gamescom eine Präsentation gesehen. Wir waren auch relativ begeistert. Es also sah spielt sich ziemlich cool. Lustig aus. Artwork ist lustig, Story ist, ja, braucht man aber auch nicht unbedingt. Ja. Also es gibt eine Story, aber ich fand die jetzt nicht so total tiefgängig. Aber es ist ganz witzig eigentlich gemacht und die Grafik ist eigentlich ziemlich cool und ja, das war halt beim Humble Bundle dabei beim letzten. Richtig. Und deswegen habe ich gedacht, das ist nicht so anspruchsvoll auch für meinen Rechner. Das kann ich auch spielen, wenn es wärmer ist. Und da habe ich das ein bisschen gezockt. Außerdem kann man da halt mal ein Level spielen und dann was anderes wieder machen. Ja. Deswegen, ja. Bevor ich jetzt Dana frage, was sie spielt, wäre das natürlich noch, wo du gerade Humble Bundle erwähnst, eine gute Gelegenheit, das aktuelle Humble Bundle kurz zu erwähnen. Also Das ist doch schon vorbei, oder? Naja, ja, ich sag ja das aktuelle. Das von das Origins. Es gibt aktuell eine Origins Humble Bundle. EA verteilt Spiele im Gesamtwert von über $200 für Noppes im Prinzip. Für rund $5 bekommt ihr Spiele wie Battlefield 3, Mirror's Edge, Dead Space, Burnout Paradise, Medal of Honor, The Sims 3 Plus Starterpaket. Und im Gegensatz zu diversen anderen Humble Bundles möchte EA gar kein Geld haben. Also man kann, falls ihr es nicht wisst, beim Humble Bundle, wenn ihr bezahlt, könnt ihr aussuchen, wie viel normalerweise
cool, irgendwelche Hilfsorganisationen. Das ist ja geil. Irgendwelche Hilfsorganisationen bekommen, wie viel die Firma des von Humble bekommt und wie viel der Publisher bekommt. So. EA sagt aber, wir sind so toll, wir geben diversen Hilfsorganisationen wie dem amerikanischen Roten Kreuz, San Francisco AIDS Foundation und anderen Leuten das Geld und wollen gar nichts dafür. Solltet ihr euch angucken, wir werden es auch verlinken. Für aktuell rund $4.77 bekommt ihr 2, 4, 6, 8 grandiose Spiele im Wert von... meistens kommen nachher noch welche hinzu. Richtig. Also zumindest bei den Steam-basierten Spielen kommen nachher dann nach 2, 3 Wochen oder so kriegt man auf einmal noch 2, 3 Spiele mehr. Richtig. Das ist ein gutes Stichwort. 3 der Spiele sind nämlich nicht möglich über Steam zu spielen. Dead Space 3, Battlefield 3 und The Sims 3 könnt ihr nur über Origin spielen. Genau. Gut. Aber das ist nicht schlecht, weil ich habe noch keinen Sims über Origin. Ich habe Sims bisher nur über Steam. Ja, passt doch. Gut. Nachdem wir diesen kurzen Einschub hatten, Dana, was spielst du aktuell? Mario Dream Brothers. Da haben wir auch einen Test bei uns auf der Seite, sehe ich gerade. Genau, vom Hannes. Ja. Wie ist es, wie findest du es denn so im Vergleich zum Test von Johannes? Ich habe den Test von Johannes leider nicht gelesen. Ja, ist doch noch besser. Wie findest du es? Ich finde es aber, ich mag halt dieses Abgedrehtere. Und es ist halt irgendwie, es ist halt gefühlt mal was Neues. Also ich habe leider den Vorgänger nicht gespielt, aber es ist halt einfach mal anders, weil es nimmt einfach diese Komponente von Rollenspielen, aber gibt einem die Möglichkeit, dass man nicht irgendwie erst 200 Stunden leveln muss, damit man dann noch irgendwie den nächsten Boss besiegen kann. Und man kann auch so einfach durch. Man fließt so durch das Spiel und hat trotzdem irgendwie einen guten Mix aus sowas Ähnlichem wie Jump'n'Run und Rollenspiel. Das klingt doch eigentlich nach einem sehr guten Spiel. Man hat einfach abgedrehte Szenen, wie man wird mit ganz vielen Marios beworfen oder sowas. Ist ja auch nett. Klingt auf jeden Fall interessant. Sollte ich mir vielleicht auch angucken, weil ich bin auch eigentlich meistens ein Freund von sehr skurrilen Titeln. Es ist halt schon japanischer. Ja, japanischer klingt immer gut, da bin ich ein Freund von. Nee, was spiele ich denn aktuell? Ich spiele aktuell ein bisschen vom Spielstapel der Schande, möchte ich sagen. Also wir haben ja alle... Meine wird immer größer. Richtig, vor allem wenn man so Humble Bundles, genau. Genau, also ich habe jetzt die Tage angefangen Hotline Miami zu spielen. Schönes, lustiges, brutales Spiel im 80er-Jahres-Stil. Dann habe ich letztens, was habe ich noch? Mann, was war denn das? Dann habe ich wieder eine Runde Assassin's Creed 3 gespielt, weil ich dachte, vielleicht sollte ich mein Wissen noch ein bisschen auffrischen, bevor es auf die Gamescom und zu Assassin's Creed 4 geht. Und dann habe ich noch Cloudberry Kingdom noch eine Runde gespielt. Da habe ich ja den Test so geschrieben zu diesem bockschweren Spiel, was durch seinen Masochismus, so könnte man sagen, Sadismus, sehr viel Spaß macht. Also Plattformer halt. Also es sieht einfach, es ist ein krasses Spiel, weil ihr habt einfach in den späteren Leveln tausende Objekte im Spiel, die runterfallen, Laserstrahlen, irgendwelche wippenden Stachelfelsen und was auch immer. Und es ist wirklich so, ihr müsst einfach nur das richtige Timing erwischen. Wenn man das richtige Timing erwischt, dann kann man in einem Rutsch durch das Level rennen, ohne dass was passiert. Das ist einfach, wenn man das so auf Anhieb hinkriegt, dann fühlt man sich einfach wie der übelste Pro-Gamer. Das ist unfassbar. Ja. Weil man denkt, wie soll ich da durchkommen? Ich bin doch kein Japaner. Also man kennt es ja halt sonst nur von solchen japanischen Side-Scrollern, irgendwelchen Raumschiffspielen, wo eine Billiarde Laserstrahlen rumfliegen, die sich Millimeter bewegen, um nicht zu sterben. Aber so funktioniert, so ähnlich funktioniert das auch in Cloudberry Kingdom, nur dass es da jeder von uns schaffen kann. Das ist ganz lustig. Gut. So. Hat jetzt noch irgendjemand was? Irgendwas, was da loswerden möchte oder sonst? Sorgen, Nöte? Oh. Ein Traum. Jo, prima. Ja. Gut. Dann würde ich diesen Podcast dann an dieser Stelle einfach mal beenden. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Nächste Woche werdet ihr keinen Podcast bekommen, da nächste Woche, wie gesagt, die Gamescom stattfindet. Dafür bekommt ihr dann nächste Woche, wie
üblicherweise jedes Jahr unsere Game One Daily. Bekommt ihr dann wie üblicherweise jedes Jahr unsere Gamescom Daily Videos, die ihr dann im Internet, auf YouTube und sonst wo findet. Da werden wir uns dann nicht nur audiomäßig zum Affen machen, sondern im Zweifelsfall auch nach einem harten Messetag uns sehen lassen. Den nächsten regulären Podcast bekommt ihr dann in der Woche darauf, wobei es sich wahrscheinlich auch noch dann so ein bisschen um die Gamescom drehen wird. Wir wünschen euch dann an dieser Stelle noch einen schönen Sonntag, gehabt euch wohl und bleibt uns treu. Genau. Ciao.